Martin Plüss, heute ist bekannt worden, dass der Patrick Bertschi als Sportchef am 1. Mai wird übernehmen. Wie ist man zu diesem Entscheid gekommen? Ja, wir haben eine eingehende Analyse gemacht und dort ist zum Schluss gekommen, dass wir von unserer Seite aus sportstrategischer Ausrichtung eine Anpassung vornehmen auf der Position des Sportchefs. Und nachher ist die Wahl von uns auf den Patrick Bertschi gefallen und er hat glücklicherweise angenommen und er wird Anfang Mai anfangen. Sie sagen, man hat eine gründliche Analyse gemacht. Was ist der Grund, dass man nicht mehr weitermacht mit dem Andrew Abbott? Wie ich vorher gesagt habe, einfach die Ausrichtung für das gibt es, ist ein Vorteil für uns, dass wir eine Anpassung machen. Er fängt im Mai an, ich fange im Mai an. Die Analyse ist auch noch nicht fertig. Schlussendlich ist es meine Aufgabe, den ganzen Sportbereich zu durchleuchten. Und mehr wollte ich und kann ich momentan auch nicht sagen. Das ist jetzt einfach die Personalie, die gerade vom Timing her entschieden werden müssen, weil wir den Entscheid mit dem Andrew eben gemeinsam getroffen haben, dass die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt wird. Und deswegen wird das jetzt bekannt gegeben, weil das hat man gerade jetzt müssen machen. Aber der Rest, das ist ein laufender Prozess und das kann man dann mehr darüber erzählen, wenn ich dann auch vor Ort bin. Haben Sie nicht Angst, dass Andrew Abbott zur Lame Duck werden könnte? Weil er weiss, jetzt sein Vertrag wird enden. Es sind nur noch 3 Monate, ist da nicht Gefahr rum, ja, dass er sich dann nicht mehr voll für den SCB einsetzt? Wir haben schon vor längerer Zeit gemeinsam so entschieden. Und er hängt sich voll ein. Er war auch jemand als Spieler und auch Sportchef, der sich sehr mit dem Club identifiziert hat. Und von der war es sein Wunsch und auch unser Wunsch, dass man das bis zum Ende durchzieht. Er hat auch noch einen Vertrag. Und aus unserer Sicht ist es immer auch wichtig, dass man möglichst einen Vertrag beidseitig erfüllen kann. Und gleichzeitig ist das Commitment da von uns gegenüber Andrew Abbott, aber auch von ihm gegenüber uns, dass er die Arbeit zielgerichtet und im Sinne der Organisation fertig macht. Und das ist beide der Anspruch. Und ich glaube auch, dass es so wird gemacht werden. Ich kenne die Mechanismen, aber ich finde trotzdem, dass die Lösung und für die Beteiligten, die jetzt da sind, dass das eine gute Lösung ist. Wieso hat man sich entschieden, das jetzt in der Februar-Nationalmannschaftspause kommunizieren und vielleicht nicht noch warten oder sogar noch früher kommunizieren? Weil wir wollen für Transparenz sorgen. Wir haben die Einigung mit dem Patrick Bertschi erzielt und sind wir der Meinung, dass wir mit dem gerade rausgehen. Dann ist die Information aus. Gleichzeitig fängt er aber erst im Mai an. Ich auch. Aber es ist meiner Meinung nach immer besser, wenn man die Sachen bekannt gibt, wenn man sie weiß. Und dass man dann auch nicht irgendwie mit Gerüchten etc. konfrontiert ist, dann hat man eine klare Ausgangslage. Und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit für den Andrew Abbott und für uns, dass es offen, transparent ist und dass wir uns voll fokussieren auf den Saisonendsport, was für uns wichtig ist. Und dann können wir alle Energie und den Fokus wieder dort hin, leiten. Wie soll die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und dem Patrick Bertschi aussehen? Doch zwei Charakterköpfe, sie kennen sich schon ewig. Wie sieht dort dann die genaue Aufgabenteilung aus? Das sind alles Sachen, die wir dann im laufenden Prozess werden besprechen werden. Patrick Bertschi und ich kommen gut miteinander klar. Es ist sicher so, dass wir jetzt, wie ich vorher angetönt habe, die Strategie, die wir noch ausarbeiten müssen. Das ist ein laufender Prozess. Aber das sind alles Details, die wir uns werden zusammensetzen werden. Aber das kommt später. Jetzt ist einfach die Bekanntgabe von der Information. Aber Details, das kommt später. Ist es auch eine Option, dass Sie persönlich selber den Sportchefposten übernehmen? Nein, meine Position war der Sportdirektor. Ich habe das von Anfang an transparent gemacht. Es war auch klar, bei meinen anderen beruflichen Verpflichtungen, dass eine Anstellung vorher nicht in Frage kommt. Dann haben wir die Mandatslösung gemacht und dabei bleibt es. Ich werde am 1.5. meine Funktion dann antreten. Und jetzt bin ich einfach strategisch Berater, lerne ich den Club kennenlernen aus dieser Sicht. Ich mache mir meine Beobachtungen, Notizen, wie man es in Zukunft könnte anders optimieren etc. Aber es ist, wie gesagt, das ist ein laufender Prozess. Also Sie haben es gesagt, Ihr Arbeitsbeginn ist offiziell eigentlich 1. Mai, aber Sie haben doch schon ziemlich viel jetzt zu tun mit dem SCB und jetzt auch mit dieser beide sinnvoll ist, dass man die Zusammenarbeit nicht fortsetzt und deswegen kommunizieren wir jetzt das auch, dass es auch bekannt ist, dass es auch nicht irgendwelche Missverständnisse oder Gerüchte gibt. Gleichzeitig in meiner Funktion bin ich heute da, gebe das Auskunft, weil das fällt dann in meinen Bereich am 1.5. Aber alles andere ist weiterhin Sache vom Andrew Abbott. Wir haben Patrick Bertschi wieder einen Schweizer an Bord. Wieso ist er genau der Richtige für diesen Job? Er ist ambitioniert als Person. Er hat gleichzeitig Erfahrung als Nachwuchschef in Kloten, das heisst, er kennt den Nachwuchs, er kennt die gute junge Generation und gleichzeitig hat er auch schon Erfahrungen geschafft auf der Profistufe, hat ein kompetitives Team zusammengestellt in Kloten und man hat dann mit dieser Basis im ersten Jahr bereits schon erfolgreich die Saison gestalten können und das sind doch viele Skills, die ihn für das
prädestiniert Sportchef werden beim SCB. Plus er kennt auch die Organisation, wie er da gespielt hat, was auch wichtig ist.